Minutengenaue Fahrplaninformation auf dem Handy. Dieses Service bietet die ÖBB den Postbuskunden ab nun überall, wo diese Infostationen an den Haltestellen angebracht sind. Der Fahrgast hält sein Handy direkt an die Tafel und erfährt Sekunden später, welche Busse wann hier abfahren. Die dafür nötige Technologie NFC, also Near Field Communication, haben allerdings erst wenige topmoderne Handys. Mit jedem anderen internetfähigen Mobiltelefon kann dieselbe Information abgerufen werden, indem auf der mobilen Website diese Haltestellennummer eingegeben wird. Dieselbe Nummer wird benötigt, wenn man kein Internethandy besitzt. Mit ihr kann man die Abfahrts- und Ankunftsinformationen auch per Hotline erhalten. Digitale Anzeigen an den Haltestellen wären zwar noch praktischer, würden aber 10.000 Euro pro Haltestelle kosten. Die Informationen wären da oder sind da, die Informationen. Es ist nur so, dass der Postbus sehr viel am Land unterwegs ist und wir dort 22.000 Haltestellen anfahren. Wenn Sie wissen, wenn Sie am Land unterwegs sind, dass nicht jede Haltestelle Infrastruktur hat, sprich keinen Stromanschluss hat, deshalb ist es nicht möglich, dort die entsprechenden Displays zu montieren, wie im Stadtverkehr üblich. Den neuen Informationsstationen liegt ein Bordrechnersystem zugrunde, das in jedem Bus installiert ist. Damit senden die Busse laufend, ob sie fahrplanmäßig unterwegs sind, ob zu spät oder zu früh. Diese Daten ruft das neue Informationssystem ab. Auf das kann man sich verlassen, nachdem die Information wie bei einem Navigationssystem über GPS im Wesentlichen funktioniert, ist diese Information zuverlässig. Knapp 400 der 3000 Postbushaltestellen in Salzburg haben derzeit diese neuen Infostationen. Bis Ende des Jahres sollen es 1600 Stationen werden.